Guten Morgen, Leute, und willkommen zu meinem letzten Vlog in meiner New York-Reise. Und ich stehe jetzt hier im Hotelzimmer, denn ihr wolltet noch mal kurz eine Roomtour haben. Und da ja meine Familie dabei war und dann da hier überall Zeug rumlag, habe ich mir gedacht, mittendrin kann ich keine Roomtour machen. Aber da wir jetzt abreisen und das Zimmer leer ist, habe ich mir gedacht, mache ich noch mal schnell eine Roomtour. Und zwar kommt man hier durch diese sehr tolle Tür rein. Und dann steht da erstmal ein Mülleimer und ein kleiner Schreibtisch, den ich eigentlich hätte benutzen können, wenn ich ein cooles Laptop gehabt hätte, um meine Videos zu schneiden. Dann haben wir hier einen ganz normalen Schrank mit unten einem großen Tresor drin. Extra, der ist so schön flach und groß, extra für Laptops. Ja, dann hier zwei große King-Size-Betten sind es, glaube ich. Da so ein Nachttisch, so ein paar scheppe Bilder. Hier ein kleiner Fernseher. Hallo, sieht man mich vielleicht spiegeln. Dann hier irgend so ein. Keine Ahnung, was das genau für ein Teil ist. Da haben wir auf jeden Fall unsere Jacken drüber gelegt. Weil, wie ihr seht, hier eine Riesenwand, Platz, aber hat irgendwie niemand mal so ein Teil Garderobe hingehängt. Aber gut. Dann steht da noch so ein cooler Sessel, den ich sehr gemocht habe. Ach, da ist der Spiegel, hallo. Dann hier noch so einen kleinen Tisch mit so einer tollen Kaffeemaschine und so einer hässlichen Fernbedienung. Hier ist unser Ausblick aus dem Hotelzimmer. Da unten ist Little Chinatown. Oder überhaupt Chinatown, keine Ahnung. Nee, Little Italy und Chinatown, so rum. Dann haben wir hier noch ein Bad mit einer kleinen Dusche. Und diese Fenster in New York, ich finde die voll krass, weil man muss hier so drehen. Und dann gehen die so auf und zu. Und dann, wenn du es zugedreht hast, musst du da nochmal so verriegeln. Ja, dann hier eine Dusche, ein Bad, ein Waschbecken, ein Spiegel, hallo. Und eine Toilette. Ja, so sieht unser Zimmer aus. Und wir haben jetzt, Moment, ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. 9:32 Uhr und heute Abend um 20:55 Uhr geht unser Flug. Wir werden jetzt unsere Koffer runterbringen, dann da halt, weil wir müssen halt unser Zimmer verlassen, unsere Koffer runterbringen und die dann in diesem Hotelraum da irgendwie deponieren, dann nochmal ein bisschen in die Stadt gehen und dann heute Abend fahren wir mit der Subway an den Flughafen. Boah, Leute, wir kommen aus der U-Bahn-Station raus und es fängt einfach an zu regnen. Das war so richtig scheiße. So, ich bin jetzt wieder hier am Times Square auf dieser coolen Treppe, wo Tuttle auch war, wie er am Times Square war. Und ich drehe mich jetzt genauso wie er hier so im Kreis und sage, dass es hier voll cool ist. Aber es regnet gerade und es ist scheiße. Aber ich drehe mich trotzdem im Kreis, weil es einfach trotzdem cool ist. So, wir waren eben schön chinesisch essen, sind jetzt auf dem Rückweg ins Hotel, haben noch ungefähr 2 Stunden, dann müssen wir einen Flughafen. Ich denke mal, wir werden einfach noch so ein bisschen in der Lobby chillen, wir haben ja dort Internet. Ich muss sowieso noch was für Leon machen und es regnet leider immer noch, Leute. Aber gut, was will man machen? So, wir sind jetzt bei der Subway und auf dem Weg zum Flughafen, hier mit unseren ganzen Koffern. So Leute, wir haben es geschafft, wir sind endlich am JFK angekommen. Die Subway Station ist nur so ein bisschen außerhalb, deswegen müssen wir jetzt noch mit dem Airtrain fahren. Und ich warte gerade noch, bis meine Family da durch diese Teile da durch ist, weil da muss man nicht diese Metro in so einen Automat steckt und dann öffnet sich so eine Tür und dann kannst du da durch. Geil, Leute. Meine Schwester und meine Mutter sind gerade gekommen. Mein Dad steht da immer noch, weil man muss. Wir hatten diese Karten ja schon, weil wir mit der Subway gefahren sind. Und man kann die irgendwie aufladen mit 5 Dollar, dass man eben hier durch kann. Mein Dad hat's gemacht, er kommt aber einfach nicht durch. Läuft. Okay, jetzt ist er durch. Hat alles geklappt. So Leute, da ist der Airtrain, wie in Frankfurt am Flughafen. So Leute, wir sind jetzt schon durch eine Sicherheitskontrolle durch, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in Amerika nicht mehr gibt. Weil ich hatte ja zum Beispiel ein iPad dabei und so und war alles in meiner Kameratasche drin. Wir mussten nichts aufmachen und normal müssten ja Laptops, iPads und so einzeln durchleuchtet werden. War noch nicht, vielleicht kommt es aber noch, aber wenn, dann ist alles gut und die GoPro ist diesmal auch heile durchgekommen. So, wir sind jetzt mal so langsam auf dem Weg zum Gate und ich habe mir hier so eine ganz chillige Sporthose angezogen, einfach nur weil es chillig ist für einen Langstreckenflug. Ist einfach viel besser, als die ganze Zeit da in so einer engen Jeans rumzuhocken. Schaut mal, Leute, da ist unsere Crew, die geht gerade ins Flugzeug, weil hier steht unser Flugzeug schon.
Leute, Mann, wir sind endlich in Deutschland angekommen. Wir sind ja in Amerika abends losgeflogen. Das heißt, eigentlich hätte ich dort geschlafen. Und meine Schwester macht gerade Grimassen, dass ich anfange zu lachen. Ich habe den ganzen Flug aber nicht geschlafen. Ich habe zwei Filme geschaut. Und zwar einmal Interstellar und einmal Nachts im Museum 1. Und jetzt bin ich natürlich richtig müde. Jetzt hol mir Koffer und dann geht's ab nach Hause. Oh, Leute, ich bin zu Hause. Erstmal Rollladen aufmachen. Oh, shit, es ist geil, wieder zu Hause zu sein. Alter, Mann, ich bin so müde, ne? Ich habe mir hier so eine ganz tolle Liste geschrieben mit so ein paar Sachen, die ich euch jetzt nochmal erzählen möchte, so ein bisschen als Fazit von dem ganzen Urlaub. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich New York Now Videos mache. Die habe ich auch gemacht, aber die kamen nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Kanal vom Leon. Und die verlinke ich euch mit der Infokarte. Die ist ja jetzt auch auf Mobilgeräten verfügbar. Und da könnt ihr einfach oben rechts im Display auf dieses Infoteil klicken und dann könnt ihr zu der Playlist. Kommt ihr dann zu den New York Now Videos. Ja, dann wollte ich auch nochmal vielen, vielen Dank sagen für 200 Abonnenten, weil ich finde, wie ich das in dem Video gesagt habe, das kam irgendwie so lame rüber. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür, Leute. Das ist einfach mega krass, einfach mal so im Urlaub 200 Abonnenten erreicht. Dann, was ich eigentlich im ersten Vlog erzählen wollte, was ich aber überhaupt nicht gesagt hatte, war, dass wir mit dem Airbus A380 überhaupt geflogen sind, ne? Größtes Flugzeug der Welt und so. Ja, gut. Dann, was die Stadt New York sich auf jeden Fall hätte sparen können in New York, wären Fußgängerampeln, weil da guckt sowieso niemand drauf. Und dann, was sogar Max auch gesagt hat, weil der ist gerade in Griechenland. In Griechenland gibt es überall Free Wifi und in New York gibt es einfach auch überall Free Wifi. Sogar dieses eine seltsame Boot, dieses kleine, mit dem wir da, war es gestern oder vorgestern, bin mir gerade nicht sicher, nochmal gefahren sind. Sogar das hatte Free Wifi und in Deutschland ist es einfach mal überhaupt nicht so. Ja, und dann teilweise New York ist zwar eine coole Stadt, also ist auf jeden Fall cool und ist auch echt so, wie man es immer in den Filmen sieht, also so, dass überall gelbe Taxis, dass es irgendwo so qualmt und so aus den Gullis und so, also ist echt eine coole Stadt, aber wenn man halt dann mal in so ein Viertel kommt wie Chinatown oder so, merkt man halt auch echt an den Straßen, dass die teilweise echt richtig kaputt sind und richtig scheiße sind. Die haben zum Beispiel allein, war es heute oder gestern, irgendwann auf jeden Fall zwei Leute mit einem platten Reifen gesehen, einfach von den Straßen, weil die dort teilweise richtig scheiße sind. Ich meine, klar, in den reicheren Vierteln, Bankenvierteln, ist es alles vollkommen in Ordnung, aber in diesen etwas ärmeren Vierteln, sage ich mal, sind die Straßen halt teilweise schon richtig scheiße. Ja, das war es so ein bisschen jetzt von meiner Seite her. Ich fand den Urlaub mega geil, Leute, es war mega krass. Es war ja ein Geschenk zu meiner Konfirmation. Und ja, ich denke mal, wer das Video bis hierhin jetzt geschaut hat, ja, da sage ich GG, weil wer sich mein Gelaber so lange anhört. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, und zwar wollte ich sagen, der erste Vlog, der war von der Länge her so 7 Minuten, fand ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Und die anderen Vlogs, die waren irgendwie teilweise richtig kurz, so 2-3 Minuten. Keine Ahnung, ich, ja, irgendwie finde ich persönlich, hätte ich es cooler gefunden, wenn die länger gewesen wären, aber ich weiß nicht, die waren irgendwie so kurz, keine Ahnung, weil es ist ja im Prinzip auch ein Stück Erinnerung für mich selbst. Ich kann immer wieder auf YouTube gehen und erstelle außerdem auch nochmal eine Playlist mit allen Videos von New York, also auch die von Spot, die von Monsters, also die New York Now Videos und meine Vlogs, erstelle ich auch nochmal eine Playlist. Da kann ich halt dann auf YouTube gehen, kann mir diese Playlist anschauen, habe das nochmal so als Erinnerung. Und diese Vlogs waren aber trotzdem irgendwie, finde ich, ziemlich kurz. Fand ich selbst persönlich irgendwie blöd, aber ich habe irgendwie nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, es lag einfach daran, weil ich immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, weil ich es dann mit dem iPad schneiden musste und ich da nicht so viel Speicherplatz drauf hatte. Aber gut, Leute, wie gesagt, der Urlaub war mega krass, es hat mega Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass die ganzen Vlogs und die ganzen Videos euch gefallen haben. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Teilen würde mich auch sehr freuen, dass die anderen Leute nochmal von meinen tollen Erlebnissen erfahren können, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns in irgendwelchen weiteren Videos. Das müssten dann im Moment erstmal nur Gameplay sein, weil ich ja jetzt wieder zu Hause bin und erstmal nicht so viele Vlogs machen kann. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mega krass, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein und ciao. Zum Ende nochmal ganz kurz. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, egal ob mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar oder einfach mit einem Aufruf.